statisch überformt sind. Das ist jetzt etwas, was eigentlich mein Steckenpferd ist. Und da kann also die statische Analyse auch sehr helfen. Ist denn das Performance-Optimierungspotenzial einer Applikation? Ich habe hier mal einiges aufgeführt. Ich nenne mal ein Beispiel. Ich habe hier mal eine Datenbank erstellt. Die sind wir hier auf dem Stack. Und ich möchte eine große Datenbank zu Beginn. Und ich möchte jedes Element der Datenbank inkrementieren. Ich habe es hier auf der linken Seite mal gelöst durch einen spaltenweisen Durchlauf. Und auf der rechten Seite durch einen zeilenweisen Durchlauf. So, die rechte Seite hier, der zeilenweise Durchlauf, läuft signifikant schneller. Warum ist das der Fall? Das hat klar Cache, oder es ist Cache bezogen. Jetzt muss ich kurz erklären, was ein Cache auszeichnet. Ein Cache ist ein Speicher, der sehr, sehr schnell ist. Warum ist er sehr schnell? Erstens, weil er sehr klein ist. Also je kleiner der Speicher, desto schneller der Zugriff. Zweitens, weil er in Static RAM ausgeführt ist. Und Static RAM ist bis zu 100 Mal schneller als ein dynamischer RAM-Speicher. Und drittens, weil der Cache sind normalerweise direkt auf dem CPU steckt und die CPU dann direkt vom Cache die Daten in die Register nimmt. Das heißt also, die CPU muss nicht in den Umweg gehen über den Bus. Deswegen ist das Ding ultra schnell. Nun, wie kommen jetzt die Daten überhaupt vom Hauptspeicher in den Cache? Das macht ein sogenannter Prefetcher. Der Prefetcher ist eine Firmware, die auf der CPU läuft, die den Adressstrom untersucht und davon ausgeht, mutmaßt, was wird für den Algorithmus wohl als nächstes gebraucht werden. Und das wird dann in den Cache gegangen. Nun ist der Cache auch anders organisiert als der Hauptspeicher zum Beispiel. Und zwar verwendet der Cache immer die Cache-Lines. Das heißt, es ist immer so eine Portion an Daten von Intersystem 64 Byte. Darüber hinaus besitzt eine Cache-Line auch nochmal so einen Header, da gibt es einen Adress-Tag, das ist eine Referenz auf den Originalspeicherbereich im Hauptspeicher. Und zum anderen noch ein Status-Tag. Wenn Sie mit so einer Cache-Line quasi arbeiten und Daten ändern in der Cache-Line, gibt es ja eine Diskrepanz zu den Daten im Hauptspeicher. Das heißt, hier wird so ein Dirty Flag gesetzt, das heißt, die Daten stimmen nicht mehr überein. Und dann muss man, oder es geht natürlich automatisch, dann wird diese Cache-Line wieder in den Hauptspeicher zurückgeschrieben. Wenn sich nichts geändert hat, kann man sie auch einfach aus dem Cache löschen, wenn es nicht mehr gebraucht wird. Und deswegen dieses Set-Dirty-Tag. So, warum ist der zeilenweise Zugriff auf die Matrix jetzt schneller? Ganz einfach, weil die Matrix zeilenweise hintereinander im Hauptspeicher liegt. Insofern sind die Cache-Lines, die wir rausziehen, eben auch zeilenweise organisiert. Und wenn ich jetzt die CPU für den Algorithmus jetzt eine Cache-Line link ins Register, dann liegen im Grunde schon alle Daten vor, die man braucht, um diese Zeile zu verarbeiten. Die liegen nacheinander in der Cache-Line. Auf der linken Seite, wenn ich da großes Pech habe, habe ich pro Cache-Line nur ein Datum. Also statistisch gesehen muss dann, weil ich meine, der Cache ist ja sehr klein, muss die CPU dann sehr, sehr häufig auf den Hauptspeicher zugreifen. Und das ist dauert. Das kennen Sie aus dem täglichen Leben. Also wenn Sie das Material, das Sie gerade brauchen für Ihre Arbeit, wenn Sie es auf dem Schreibtisch liegen haben, das ist der fast ein Cache, können Sie direkt zugreifen. Wenn Sie aber merken, okay, das ist nicht da, ich muss in die Stadt fahren, ins Büro und den Bus nehmen, das auch getaktet, ja, das dauert und genauso was sieht man dann hier. Ich freue mich, dass wir jetzt seit kurzem ein Tool in unserem Portfolio haben, ein statisches Analysewerkzeug, das im Quellcode solche möglichen Optimierungsstellen aufdecken kann, ausweisen kann, also weiterhilft und relativ gut erklärt, wie man Quellcode ändern kann, um die Applikation zu optimieren. Und es zum Teil auch selber durchführen kann, diese Code. Wer braucht sowas? Wer braucht zeitkritische Algorithmen? Beispielsweise Hersteller von Handelssystemen, also die
Das wäre ganz gut, wenn man in der Börse so viel wie möglich Transaktionen durchführen kann in einem Börsentag. Das ist bares Geld. In der Regelungstechnik, also muss Bestellgrößen erstellen, liefern können, Motormanagement, Stabilitätsprogramm, eine Sicherheitstechnik, da habe ich bestimmte Zeiten, weil ich eine Bremse auslöse und eine Sicherheitsventil auslösen muss. Ein weiterer Einsatz, der immer mehr im Fokus steht, das ist die Energieverbrauchsoptimierung. Das war also früher eher mit der Hardware vorbehalten, aber inzwischen guckt man eben auch auf die Software in Bezug auf Energieeinsparung.